Pech wie hier bei diesem Kunert-Freistoß hatte Blau-Weiß 90 im Heimspiel gegen Hannover 96 in der ersten Halbzeit. Auch nach dem Wechsel waren die Berliner ständig überlegen. Kunert zu Adler, Hannovers Kuhlmai hält den Fuß drauf, Freistoß für Blau-Weiß 90 und seinen leidgeprüften Mittelstürmer. Stanislav Levi wuchtet den Ball unhaltbar in die Maschen des Niedersachsen-Tores. 1:0 für Blau-Weiß 90 nach 50 Minuten. Die Berliner gaben sich scheinbar mit dem knappen Ergebnis zufrieden, wurden dann in der 85. Minute dafür bestraft. Der eben erwähnte Kuhlmai überwindet gleich Torwart Gierke mit einem haltbaren Schuss. 1:1 der Endstand, ein wichtiger Punkt für Hannover im Kampf gegen den Abstieg. Für Blau-Weiß ist der Aufstieg damit in weite Ferne gerückt.